Wunderschönen guten Tag hier am Mikrofon Alexander Wilms und wir wollen heute ein Interview mit dem Herrn Sven Schulze machen, der neben mir sitzt und er kann sich ja jetzt noch ein bisschen genauer vorstellen. Ja, mein Name ist Sven Schulze, ich bin 38 Jahre alt, Abgeordneter des Europäischen Parlaments für Sachsen-Anhalt, für die CDU. Und mein Wahlkreis ist das ganze Bundesland Sachsen-Anhalt, so sind wir heute hier in Wernigerode. Aber mich können Sie sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle in Sachsen-Anhalt mal wieder antreffen und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Welche Vorteile haben die Menschen von der Mitgliedschaft der Deutschen in der EU? Ja, Deutschland ist ja eins von 28 Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und es gibt viele Vorteile, die man vielleicht nicht sofort sieht. Ich nenne mal ein ganz praktisches. Wir haben im Moment die Urlaubszeit. Viele aus Sachsen-Anhalt sind auch in Österreich im Urlaub. Und wenn man sich da im Moment vielleicht irgendwie das Bein bricht, zum Arzt muss, dann haben wir auf europäischer Ebene geregelt, dass der Arzt entsprechend auch helfen muss, dass man auch mit einer deutschen Krankenversicherung dort behandelt wird. Das ist mal ein ganz praktisches Beispiel aus der aktuellen Zeit. Aber wir haben viele weitere Vorteile, offene Grenzen, was den Waren- und Dienstleistungsverkehr angeht, den Euro vielleicht auch. Ich weiß, dass es manches auch nachteilig gesehen wird, aber da kann man trefflich drüber streiten. Dann wollte ich mal noch wissen, wie wirkt sich denn der Brexit von Großbritannien auf die EU aus? Na, wie sich das auswirkt, wissen wir im Moment noch nicht, weil die Verhandlungen im Moment laufen. Die haben jetzt 2 Jahre Zeit in Brüssel und in London, das entsprechend auszuverhandeln. Ich glaube, das wird sogar länger dauern. Und was wir auf Sachsen-Anhalt gesehen an Auswirkungen haben werden, an einer Stelle ist schon klar, Großbritannien ist auch ein Land, was sehr viel Geld in die Europäische Union eingezahlt hat. Wir in Sachsen-Anhalt haben viel Geld aus Brüssel bekommen, seit der deutschen Einheit über 20 Milliarden Euro. Und an der Stelle wird es vielleicht auch aus Brüssel ein bisschen weniger Geld für Sachsen-Anhalt geben. Und wie geht es mit der EU weiter, wenn dann nach dem Brexit von Großbritannien vielleicht noch weitere Länder austreten sollten? Naja, ich glaube, im Moment ist die Austrittswelle, sage ich mal, also Länder, die aus der Europäischen Union austreten wollen, ein Stück weit zurückgegangen, weil viele auch sehen, dass so ein Austritt auch mit vielen Nachteilen verbunden sein könnte. Und wenn ich jetzt an die Niederlande denke oder beispielsweise auch an Frankreich, wo ja Macron gewonnen hat, wo die Frau Le Pen, die ja auch eigentlich antieuropäisch unterwegs ist, massiv verloren hat. Da glaube ich, dass im Moment kein weiteres Land eine Mehrheit dafür findet, aus der Europäischen Union austreten zu wollen. Und welches ist für Sie denn der wahrscheinlichste Grund, dass die EU zusammenbricht? Die Flüchtlingskrise oder die Finanzkrise? Weder noch. Das sind beides große Probleme, Herausforderungen für Europa gewesen oder sind es teilweise noch. Und ich glaube, ein Zusammenbrechen Europas werden wir aber in der Form, wie es manch ein Skeptiker gern hätte, so nicht erleben. Wir müssen vieles besser machen, als wir es bisher machen, das ist richtig. Aber ich glaube, ohne die Europäische Union hätten wir weit größere Probleme auch hier in Deutschland, als wir sie mit der Europäischen Union haben. Und nun zu der letzten Frage mal. Sollten sich alle EU-Länder, auch Großbritannien, zusammenschließen und eine nationale Vereinigung machen? Welche Form? Was für eine Vereinigung? So wie bei den, zum Beispiel in Amerika, USA. Also so eine Art Vereinigte Staaten von Europa, so wie wir sie in USA haben, werden wir hier in Europa nicht erleben. In USA ist ja so, dass sehr viel aus Washington gesteuert wird und die Staaten dort entsprechend an einigen Stellen weit weniger Kompetenzen haben. In Europa ist es so geregelt, dass wir in vielen Bereichen die Kompetenzen der Mitgliedstaaten weiterhin haben und übergeordnete Dinge in Brüssel geregelt werden sollen. Und das finde ich auch richtig so, so eine Art Vereinigte Staaten von Europa, in Vergleichsform, wie wir sie in den USA erleben, werden wir, glaube ich, in Europa nicht bekommen. Was hat Sie denn dazu bewegt, Ihrer Partei beizutreten? Also meine Partei beizutreten, ich bin ja Mitglied der CDU, das hat eine gewisse Zeit gedauert. Ich war politisch sehr interessiert. Ich bin viele Jahre im Gemeinderat meiner Heimatgemeinde gewesen und irgendwann habe ich gesehen, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr erreichen kann, wenn ich ein paar Mitstreiter habe. Und deshalb habe ich mich, weil ich die Ziele auch unterstütze, der CDU angeschlossen. Und wie entstand Ihr Interesse an der Politik? Ich komme aus einem kleinen Dorf und ich habe gesehen, dass es schlecht ist, wenn man immer nur über den Gemeinderat meckert und nicht dabei sein kann. Und dann bin ich mit ein paar anderen jungen Leuten auf die Idee gekommen, wir könnten ja auch für den Gemeinderat kandidieren. Und einer war ich und ein anderer junger Mensch. Wir sind dann im Alter von 18 Jahren in den Gemeinderat gewählt worden, sehr jung noch.
Und so hat sich das ergeben. Ich bin später dann Mitglied im Kreistag Quedlinburg gewesen, parallel aber mein Studium weiterverfolgt und auch in der Wirtschaft gut gestartet und später dann im Jahr 2014 sogar die Chance bekommen, für das Europäische Parlament zu kandidieren. Und was sind jetzt noch Ihre persönlichen Ziele? Na, mein Hauptziel ist, dass ich Sachsen-Anhalt, meine Heimat, mein Wahlkreis, ist das ganze Bundesland, gut in Brüssel präsentiere und auch die Anliegen der Menschen, was Europa betrifft, auch in Brüssel gut rüberbringe. Das ist ein Ziel. Und das zweite Ziel ist, dass ich natürlich hier in Sachsen-Anhalt auch vieles erklären kann, was wir in Brüssel machen. Und es gibt so viele Fragen zu verschiedensten Themen. Ein paar haben wir ja auch heute hier schon besprochen, die man dann hier beantwortet in verschiedenen Foren oder auch im Fernsehinterviews oder anderen Dingen. Also Sie haben ja schon gesagt, dass das Land Sachsen-Anhalt Sie antreibt. Gibt es da noch weiteres, was Sie antreibt, Ihre Ziele zu verwirklichen? Ich sag mal, dass der Antrieb eines Politikers sollte ja sein, den Wählerwillen. Und mich haben ja über 250.000 Menschen oder knapp 250.000 Menschen gewählt bei der letzten Wahl, dass man das rüberbringt. Das heißt, man muss sich erstmal anhören, wo sind denn eigentlich die Probleme der Menschen? Die sollte man schon kennen in der Politik. Und das sollte auch der Antrieb sein, dass man dafür sorgt, dass die Herausforderungen der Menschen, die man hier vertritt, vielleicht oder die Probleme auch ein bisschen geringer werden. Und Sie haben ja schon viel mit Ihren, seitdem Sie dort in Brüssel sind, erreicht. Und wie haben Sie denn das erreicht, was Sie dann halt dort erreicht haben? Das ist harte Arbeit, eine lange Arbeit. Also so ein Arbeitstag in Brüssel, das dauert schon oft, geht morgens um 7, 8 los und endet abends oft erst 23, 24 Uhr, also gegen Mitternacht. Und da führt man viele Gespräche, da ist man stundenlang in irgendwelchen Sitzungen und man muss sehr, sehr viel lesen. Man muss sich belesen, man muss vieles auch auf Englisch verstehen, die Hintergründe verstehen und dann kann man versuchen, über Anträge, über eigene Initiativen dann im Europäischen Parlament dafür zu sorgen, dass gewisse Dinge, die dann für die eigene Heimat, für Sachsen-Anhalt, für Deutschland und für Europa gut sind, umgesetzt werden. Welche Werte sind Ihnen besonders wichtig? Na, mir ist wichtig, dass man sich treu bleibt, dass man also das, was man mal gesagt hat, dass man das auch umsetzt und dass man nicht von heute auf morgen seine Meinung ändert, nur weil man meint, dass es vielleicht gerade gut ankommt. Das ist nicht immer ganz einfach, weil es oft auch Themen gibt, wo man sieht, dass die Menschen das vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders sehen. Und da muss man, glaube ich, seinen Prinzipien auch treu bleiben und bei seiner Meinung zu verschiedenen Themen bleiben. Weil so wie heute, es wird vieles auch aufgezeichnet, ins Internet gestellt und dann würde man schon nach einigen Jahren vielleicht mal die Frage bekommen, warum man vor vielen Jahren Dinge anders gesagt hat, als man sie heute vielleicht umsetzt. Und haben Sie eine besondere Zukunft oder vielleicht auch einen Traum für Ihre Zukunft? Für meine Zukunft? Ich möchte gesund bleiben und dass meine Familie gesund ist. Das ist, glaube ich, das... Das, was ich als Wunsch hätte. Ansonsten ist es so, dass ich das, was ich aktuell mache, gerne mache. Das darf ich noch bis zum Jahr 2019, dann ist die nächste Wahl. Und vielleicht etwas länger, vielleicht auch nicht. Und das, was ich jetzt mache, Politik auch für die Menschen, das macht mir sehr viel Spaß. Sie haben doch bestimmt auch ein paar Probleme. Und was wollen Sie denn verhindern und warum? Ja, verhindern möchte ich, dass Dinge falsch rübergebracht werden. Also über Brüssel hört man leider Gottes auch hier in Wernigerode, wo ich heute bin bei Ihnen, oder auch in Sachsen-Anhalt viele Dinge, die einfach so nicht stimmen und die nicht der Wahrheit entsprechen. Und das ist das, was mich auch ein Stück weit antreibt, dass man Dinge auch richtig stellt, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt, dass man die Sorgen und Nöte der Menschen sich auch anhört, aber gleichzeitig zu Themen, wo vielleicht falsch argumentiert wird, auch die richtigen Lösungen bzw. die richtigen Argumente dann mitbringt. Und das mache ich gern. Das ist nicht immer ganz einfach, macht aber sehr viel Spaß. Und wie lange sind Sie jetzt dann schon insgesamt in der Politik tätig? Oh, das muss ich mal überlegen. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr aktiv, also eigentlich so, vielleicht kann man sagen, 1996, 97 hat das angefangen, dass ich mich für Politik so richtig interessiert habe, dann irgendwann in den Gemeinderat gewählt wurde und das ist eigentlich schon eine sehr lange Zeit, mindestens logischerweise dann die Hälfte meines Lebens schon. Ja. Aber als Kind oder als in Ihrer Jugend waren Sie jetzt nicht so als für die Politik interessiert, sondern das kam dann halt erst so 1996 oder war da auch schon zeitiger etwas? Naja, ich sag mal, als Kind habe ich das gemacht, was viele andere Kinder auch machen. Ich bin ins Schwimmbad gefahren im Sommer, habe auf dem Fußballplatz Fußball gespielt oder habe mich zum Glück auch um die Schule gekümmert und weniger um politische Themen. Und ich sag mal, irgendwann kommt aber die Zeit, wo man sieht,
Man kann sich einbringen, man kann mehr machen. Das ich in der Schule vielleicht als Klassensprecher oder was auch immer, was ich jetzt aber selber nicht war. Und ich habe gesehen, dass man was erreichen kann. Und das kam dann halt im Alter irgendwann, ja, so 16, 17, 18 Jahre. Und woher kam dann nun konkret das Interesse für die Politik oder gab es dafür ein besonderes Ereignis? Naja, es gab schon ein Ereignis. Wie gesagt, komme aus einem kleinen Dorf mit etwas über 300 Einwohnern. Und wir haben damals einen Fußballclub gründen wollen. Und da haben viele der Erwachsenen gesagt, naja, das bringt doch nicht aus einem kleinen Dorf. Und wir haben den gegründet, den gibt es im Übrigen heute noch, den Fußballclub. Und da haben dann einige, auch der Bürgermeister dort gesagt, Mensch, da sind ein paar junge Leute dabei, die könnten doch auch ein bisschen mehr machen hier im Ort, im Gemeinderat dabei sein, für den Gemeinderat kandidieren. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Also erstmal für was da zu sein, was umsetzen zu wollen und dann später auch vielleicht sehen, dass man, wenn man sich engagiert, viel erreichen kann. In Ihren Reden oder auch in Ihren Umsetzungsideen gab es doch bestimmt auch von der Außenwelt so Kritik oder Rückschläge dann auch. Wie gehen Sie denn damit um? Also alles, was man macht in Brüssel oder als Berufspolitiker, wird natürlich von der Außenwelt, von der Presse, das sind die großen Medien, aber auch kleinere Medienanstalten, von der Bevölkerung, von der Öffentlichkeit sehr genau beobachtet. Mehr als man das manchmal denkt. Und natürlich gibt es zu jeder Thematik, die man bearbeitet, auch verschiedene Meinungen. Das muss man aber auch aushalten und man darf jetzt nicht, wie man so schön sagt, die Fahnen immer so in den Wind hängen, wie der Wind gerade steht, sondern man muss dann auch bei seiner Meinung bleiben. Und es ist manchmal, wie gesagt, nicht ganz einfach, aber es macht umso mehr Spaß, wenn Dinge, die man macht, auch kritisch hinterfragt werden, sodass man dann selbst auch in den Dialog mit den Menschen gehen kann, die das vielleicht kritisch sehen. Und haben Sie schon mal an einer Entscheidung von Ihnen gezweifelt oder was Sie dann umgesetzt haben? Es ist oft so, dass man Themen hat, wo man abstimmen muss, wo man vielleicht verschiedene Seiten der Medaille sieht und wo man sagt, was ist jetzt besser, das eine oder das andere. Wichtig ist, dass man am Ende, wenn man sich für irgendwas entschieden hat, dass man dann auch dazu steht. Man kann ja bei Abstimmungen manchmal auch sich enthalten. Das versuche ich so oft wie möglich zu vermeiden, weil das heißt für mich irgendwo, man ist weder Fisch noch Fleisch und man weiß nicht so richtig, was man machen soll. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich Meinung bildet und dann aber auch diese Meinung verteidigt. Man hat ja auch schon mal Vorbilder. Was ist denn Ihr Vorbild in der Politik und wieso genau dann derjenige? Also so richtiges Vorbild habe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das irgendwo, ich möchte nicht jemandem nacheifern und sagen, ich möchte das genauso machen wie der oder wie die. Ich finde schon, es gibt sehr interessante Vertreter in der Politik, in allen Parteien übrigens. Das ist jetzt nicht nur auf eine Partei beschränkt. Und man guckt sich das eine oder andere ab, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendein Vorbild habe, wo ich sage, ich will das mal genauso machen wie der oder wie die. Das ist nicht so, wie ich arbeite. Wie sehen die aktuellen politischen Lagen denn für Sie in Deutschland und in der Welt aus? Ja, es ist im Moment, Deutschland, Europa und die Welt betrachtet, haben wir viele Herausforderungen, wenn Sie jetzt Europa sehen. Auch Deutschland betreffen natürlich weiterhin das Thema Migrations- und Flüchtlingspolitik, was sehr unterschiedlich gesehen wird in den verschiedenen Diskussionen. Merkt man das auch, dass die Menschen da sehr unterschiedlich mit umgehen. Wenn wir Deutschland anschauen, ist es so, dass wir uns als Land, wenn ich das mal vergleiche mit vielen anderen Ländern in dieser Welt, doch sehr gut entwickelt haben, aber es nicht so ist, dass wir es geschafft haben, dass schon alle Menschen davon profitieren können, dass es uns gut geht. Da müssen wir auch noch besser werden und haben die Parteien jetzt gerade auch zur Bundestagswahl verschiedene Lösungen. Da muss man sehen, was am Ende auch vielleicht von den Menschen als beste Lösung angesehen wird. Und ja, das ist schon, ich glaube, das Wichtigste auch in der Politik eine Herausforderung ist, dass man wirklich weiß, was sind die Probleme der Menschen und wie kann man dabei helfen, diese Probleme zu lindern. Ne? Und zurzeit merkt man auch, dass der Rechtspopulismus sich in Europa ausbreitet. Wie stehen Sie dazu und was könnten die etablierten Parteien denn dagegen tun, dass sich das wieder zurückgeht? Naja, ich würde im Moment sagen, es geht ja zurück. Wenn ich mir anschaue, die Wahlergebnisse beispielsweise in den Niederlanden oder in Frankreich auch, wo wir eigentlich in Frankreich ganz speziell erwarten hätten müssen, dass Frau Le Pen mit dem Front National, also eine sehr rechtsgerichtete Partei, ein sehr gutes Wahlergebnis erzielt, hat sie am Ende dann nicht erzielt. Ja? Und der Macron, der ja sehr, ich würde mal sagen, eher
nicht linkslastig ist, aber zumindest weit weg von dem, was Frau Le Pen verkörpert, denn sehr, sehr hoch gewonnen hat. Und in den Niederlanden ist es ähnlich gewesen. So, nichtsdestotrotz ist Extremismus in beiden Richtungen, sowohl links als auch rechts, zu verzeichnen, auch in Deutschland. Und ich glaube, es bringt uns Extremismus in keinster Weise weiter, sondern man muss miteinander diskutieren und man muss offen sein für die Probleme der einzelnen Bevölkerungsgruppen und nicht irgendwie durch extreme Dinge versuchen, Lösungen herbeizuführen. In Deutschland gab es jetzt schon häufiger mal so Fälle mit Rechtspopulismus. Was halten Sie davon? Ich finde Extremismus, Populismus in rechts und links für problematisch. Es gilt es auch zu bekämpfen. Ich sehe das aber nicht so dramatisch, wie es vielleicht an mancher Stelle gemacht wird. Also wir haben das sicherlich auch, wir hatten das jetzt in Hamburg mit extremen Ausschreitungen. Wir haben das im rechten Lager genauso auch schon gesehen bei Veranstaltungen. Das muss man bekämpfen, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass hier wir da einen extremen Anstieg haben oder dass es ein Riesenproblem ist. Junge Menschen interessieren sich ja auch sehr oft für Politik. Was wollen Sie denen denn so auf den Weg geben, was sie zum Beispiel später dann mal machen könnten, oder haben Sie Ratschläge? Also ich finde, das Wichtigste für junge Menschen ist, sich zu engagieren und nicht nur zu sagen, ach, das machen eh nur die da oben und wir können nichts machen, sondern man kann als junger Mensch, ich habe es ja vorgemacht und andere junge Menschen machen es nach, man kann so viel erreichen, man kann sich engagieren, man kann auch denen, die vielleicht in der Politik gerade Verantwortung haben, doch mächtig auf die Füße treten und sich auch zu Wort melden. Und das ist, glaube ich, das, was man als junger Mensch machen sollte. Nicht in die Ecke verziehen und sagen, dass wir können sowieso nichts ändern, sondern sagen, wenn man was ändern will, dass man das auch angeht. Und hat Ihr Wertegang Sie als Mensch denn und in Ihrer Einstellung auch geprägt und in vielen Situationen? Na gut, ich sag mal, je älter man wird, desto mehr lernt man auch dazu. Es prägt einen auch, das, was ich aktuell mache. Aber ich habe fast 10 Jahre als Ingenieur gearbeitet. Das war auch eine sehr prägende Zeit, eine sehr interessante Zeit für mich, in der Wirtschaft zu arbeiten, im Maschinenbau unterwegs zu sein, was ganz anderes zu machen, was mit Politik jetzt nicht so viel zu tun hat. Und egal, was man macht im Leben, ich glaube, es sollte einen immer irgendwo auch Freude bereiten und vielleicht einen noch ein Stück weit prägen und somit auch die Zeit in der Politik. Dann wollten wir auch mal gerne wissen, wie Sie sich selbst als Person sehen und beschreiben würden. Das ist immer schwer, sich selbst zu beschreiben, also sich selbst zu sehen. Ich glaube schon, dass ich relativ ehrgeizig bin und in die Ziele, die ich habe, auch sehr, sehr strikt verfolge. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle zum Leidwesen meiner Familie, ich habe ja 3 Kinder, mich ein Stück weit zu sehr aktuell auf meinen Job Politik stürze. Und 7 Tage die Woche ja unterwegs bin, sehr wenig Freizeit dadurch habe und an der einen oder anderen Stelle vielleicht durch die Familie drunter leiden muss. Das ist bei vielen Politikern der Fall. Ansonsten überlasse ich eigentlich das Beschreiben der Person dann lieber anderen Leuten. Gibt es denn jemanden, der Ihnen besonders viel Kraft gibt und auch für Sie da ist und Sie in den entscheidenden Entscheidungen unterstützt? Ja, es ist wichtig, dass man eine Familie hat, die das mitmacht, ich sag mal, weil mein Alltag beschäftigt sich damit, dass ich innerhalb der Woche, jede Woche eigentlich in Brüssel oder Straßburg bin und dann am Donnerstagabend nach Hause komme, vielleicht am Donnerstagabend sogar noch, aber meist dann am Freitag, Samstag und teilweise auch am Sonntag bei Veranstaltungen in ganz Sachsen-Anhalt bin, weil das ja das ganze Bundesland mein Wahlkreis ist. Und da muss man schon eine Frau und Kinder haben, aber speziell eine Familie halt, die das auch mitmacht und die auch hinter einem steht und wo man, wenn man auf einer Veranstaltung vielleicht auch mal eine Stunde länger ist als geplant, weiß, dass es nicht zu Hause den großen Krach gibt und sagt, Mensch, jetzt reicht es aber langsam mal. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man da den Rückhalt auch hat. Und was hat Ihnen denn eher mehr Spaß gemacht, weil Sie waren ja auch mal im Kreis bestimmt Bürgermeister oder so, und hat Ihnen das mehr Spaß gemacht oder finden Sie jetzt im Europaparlament, das macht mehr Spaß für Sie? Ich sag mal, es ist so, dass es sehr unterschiedlich ist. Ich war ja viele Jahre, über 10 Jahre Mitglied im Gemeinderat und später im Kreistag, damals noch im Kreistag Quedlinburg. Und es ist unterschiedlich, was
auf kommunaler Ebene sieht man viel schneller die Ergebnisse seines Handelns. Da ist es, wenn man im Gemeinderat was beschließt, das kann man schon einige Wochen später, kann man den Beschluss oft in der Praxis umgesetzt sehen. Das ist in so einem großen Parlament wie in Brüssel eher selten der Fall, dass man irgendwo sieht, das und das, was beschlossen ist, kann man wirklich die Auswirkungen direkt sehen. Aktuell haben wir mal was. Wir haben beschlossen, dass es diese Roaming-Gebühren, also die extra Gebühren, wenn man telefonisch im Ausland unterwegs ist, dass es die nicht mehr geben soll. Das ist sukzessive abgeschafft worden und seit Juni diesen Jahres gibt es das nicht mehr. Das ist mal eine Sache, wo man auch direkt spüren kann, dass ein Beschluss eine Auswirkung hat. Aber ansonsten ist es in Brüssel, das gilt aber auch für den Bundestag in Berlin und teilweise für den Landtag in Sachsen-Anhalt, dann natürlich auch sehr schwer sofort zu sehen, was sind die Ergebnisse des Handelns. Und warum wollten Sie sich wählen lassen als Europapolitiker? Weil ich Europa als sehr spannendes Projekt empfinde, weil es mir sehr viel Spaß macht, auch international unterwegs zu sein. In Brüssel mit 750 Kollegen aus 28 Nationen tagtäglich zusammenzuarbeiten, das ist halt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist für mich die Aufgabe, die mich auch sehr ausfüllt. Und deshalb auch Brüssel für mich, glaube ich, der richtige Ort aktuell ist, politisch tätig zu sein. Also das heißt, Sie können in Brüssel bzw. Straßburg dann mehr bewegen als jetzt zum Beispiel in Magdeburg? Nein, das glaube ich nicht, dass ich da mehr bewegen kann, aber es sind andere Aufgaben, andere Themen und das Internationale ist halt sehr interessant, dass man auch sieht, wie sieht das ein Kollege aus Irland, wie sieht das ein Kollege aus Polen oder aus Spanien oder aus Portugal, das Problem. Und es ist, man lernt sehr schnell kennen oder erkennt sehr schnell, dass die Themen, die wir in Deutschland vielleicht in einer gewissen Weise sehen, wo wir sagen, das ist genau so, wie wir das behandeln, richtig, in einem anderen Land Europas ganz anders gesehen werden. Und das ist halt wirklich eine spannende Aufgabe. Das bedeutet, als Europapolitiker kann man auch was bewegen, aber auch als Landrat oder Kreisrat. Man kann immer was bewegen, wenn man das wirklich will und man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr hart dran arbeiten. Nur die Ergebnisse dessen, was man bewegt, die sind halt auf kommunaler Ebene, also im Kreistag beispielsweise oder im Gemeinderat sehr viel schneller erkennbar. Weil wir in Brüssel, wir machen viel Gesetzgebung, kümmern uns um viele Themen, die halt ganz Europa betreffen und es dauert oft Jahre, ehe man dann Ergebnisse auch sieht. Das ist wirklich der große Unterschied. Haben Sie selbst auch Erfahrungen mit Lobbyismus schon gemacht jetzt in der Politik oder auch davor schon? Ja, das gehört zur Politik dazu, was ich übrigens auch richtig finde, weil man kann von einem Politiker nicht erwarten, dass er alle Themen kennt. Und Lobbyismus heißt ja nicht nur, dass da ein großes Unternehmen kommt und sagt, wir hätten das gern so oder so, sondern Lobbyismus bedeutet auch beispielsweise, dass das Land Sachsen-Anhalt dort mit einer Landesvertretung ist, die genauso für das Land lobbyieren oder dass, ich sage jetzt mal aus dem Bereich Umweltschutz, der BUND oder der WWF dort lobbyieren. Und genauso sind das Unternehmen, die da unterwegs sind. Und wenn man Themen hat, muss ich mich auch mit den Betroffenen, das sind dann entsprechend auch die Vertreter, die Lobbyisten, die dann auf einen zukommen, unterhalten und fragen, was bedeutet das, wenn ich jetzt eine Entscheidung so oder so treffe. Und deswegen hat man mit denen auch zu tun. Finden Sie es persönlich auch besser, dass man als Staat entscheiden soll? Oder wie zum Beispiel jetzt in den USA, da entscheidet hauptsächlich ja der Mr. Trump und lässt wenig an sich rankommen. Naja, der Donald Trump hat auch nur so viel Macht, wie er Mehrheiten in den entsprechenden Parlamenten hat. Ja? Und man sieht ja auch, dass es Dinge gibt, die er gern anders machen würde, wo das entsprechende Parlament nicht mitmacht. Und so ist das ja eigentlich in ähnlicher Form auch europäischer auf Bundesebene, die jeweilige Regierung, bei uns ist es die Kommission, die ist nicht vergleichbar mit einer Regierung, aber ähnlich zumindest, die haben oft Ideen und wir Volksvertreter sehen das vielleicht anders und dann kann man da auch entsprechend einschreiten. Und von der Seite her glaube ich, was ich als ganz problematisch empfinden würde, ist, wenn eine Person komplett die Macht hätte, so wie es in einer Diktatur ist, weil das möchte ich nicht, das möchten auch die Menschen nicht und deshalb ist die Demokratie mit vielen Herausforderungen, vielen Problemen, die sie auch mitbringen, trotzdem immer noch eine Staatsform, glaube ich, unter der wir sehr gut leben können. Also es ist so, ich glaube, dass Frau Merkel weiterhin die Maut nicht unbedingt gut findet. Das Problem ist nur, dass auch Frau Merkel mit der CDU in Berlin aktuell keine absolute Mehrheit hat und alles so umsetzen kann, wie sie das gern möchte oder wie die CDU das vielleicht gern möchte. Und in dem Fall einer der Koalitionspartner, in dem Fall die CSU, da eine klare andere Meinung zu hatte und am Ende die Mehrheitsverhältnisse halt anders waren. Ja? Und
zum Thema Multikulti glaube ich schon, dass das nicht das ist, was in Deutschland, oder die Frage ist halt, was versteht man unter Multikulti? Ja? Und das ist, wird sehr unterschiedlich definiert. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist es nicht das, was die Mehrheit der Deutschen wollen. Ja? Sonst hätten halt auch andere Parteien, die das Thema Multikulti vielleicht etwas anders sehen und etwas positiver sehen, als es die CDU sieht, dann deutlich mehr Stimmen bei Wahlen bekommen. Es bilden sich auch noch in Deutschland immer mehr kleinere Parteien. Und was denken Sie, werden die später in der Zukunft auch mal mehr Erfolg haben und sich mal etablieren können, wie die CDU oder SPD? Also man hat in den letzten Jahren viele Parteien gesehen, die sich gebildet haben, die teilweise auch sehr erfolgreich anfangs waren. Die Piratenpartei beispielsweise, die in vielen Landesparlamenten vertreten war und mittlerweile wieder von der Bildfläche so gut wie verschwunden ist, eigentlich kaum noch in Erscheinung tritt. Jetzt haben wir die, was ich sehr bedauere, die AfD in vielen Landesparlamenten drin. Ich bedauere es deshalb, weil sie das, was sie dann dort machen, wenn sie jetzt auch mit der entsprechenden Machtfülle ausgestattet werden, ja eigentlich sehr sträflich machen. Und wenn ich das aus Sachsen-Anhalt sehe, das auch zeigt, dass es auch diese Leute jetzt nicht, wie man so schön hier sagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und alles besser wissen. Ja? So, und wenn ich mir das anschaue, es ist natürlich sehr interessant, eine eigene Partei zu bilden und zu gründen. Aber wenn man dann sieht, wie kompliziert es doch ist, Mehrheiten zu organisieren, wie kompliziert es ist, gute Ideen auch umzusetzen, dann scheitern auch viele dieser kleinen Parteien relativ schnell. Es wird ja jetzt die Bundestagswahlen geben. Da Merkel macht ja mit der CDU und der Martin Schulz mit von der SPD. Die beiden stehen ja zur Wahl. Sie sind ja von der CDU. Aber welches Wahlprogramm? Die unterscheiden sich ja gar nicht. Eigentlich kopiert Merkel das, wird ja in den Medien gesagt, und übernimmt vieles von dem Herrn Schulz. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, das sehe ich ganz anders. Also es stehen zum Glück nicht nur Merkel und Schulz zur Wahl, und die stehen auch direkt ja nicht zur Wahl, sondern das sind die beiden Spitzenkandidaten der jeweiligen Parteien. Wir haben das Glück, in einer Demokratie leben zu können, wo wir eigentlich für jeden, der zur Wahl gehen möchte, glaube ich, auch eine Partei zur Auswahl haben, die einem zusagt, oder auch eine Wählervereinigung oder was auch immer. Und wir sehr breit aufgestellt sind, eine mittlere, im unteren Bereich mittlere zweistellige Anzahl an Parteien zur Verfügung stehen, die man wählen kann, also nicht bloß die SPD und die CDU. Und was die Wahlprogramme angeht, glaube ich schon, dass wir uns in einigen Bereichen sehr unterscheiden. Und ich kann das eigentlich nicht unterstreichen und wüsste jetzt auch nicht ein Beispiel, wo wir jetzt als CDU irgendwas direkt von der SPD kopieren, sehe ich so nicht. Also wir hatten ja das Thema Populismus, und da wollte ich mal fragen, was Sie davon halten. Es wird ja viel gesagt, dass die CDU als populistische Partei gehandelt wird, die CSU. Und ob Sie der Meinung zustimmen oder eher die Meinung widersprechen? Also ich würde das nicht behaupten, dass es populistisch ist. Jede Partei hat ihr Programm und hat ihre Ideen. Und so hat auch die CSU ihre Ideen. Das ist, unterscheidet sich halt. Also wir haben ja auch Parteien in Deutschland, die sagen, es muss für jeden Flüchtling, der zu uns kommt, die Möglichkeit geben, dass er hier in Deutschland dauerhaft leben kann. Das könnte man da genauso als Populismus unterstellen. Also ich finde, es ist richtig, dass die Parteien unterschiedliche Ansätze zu verschiedenen Themen haben. Und die Bürger am Ende, die müssen entscheiden, welchen Ansatz sie für richtig empfinden. Nun kann man die CSU hier in Sachsen-Anhalt nicht wählen, dafür die CDU. Und das müssen die Menschen werden dann jetzt bei der nächsten Wahl am 24. September entscheiden, welche politischen Ansätze sie für besser empfinden. Zum Beispiel die AfD, was ist das nicht schon so in die Richtung populistisch? Ja, man kann sicherlich einige Dinge als populistisch sehen. Man muss aber auch sehen, dass bei der letzten Landtagswahl jeder Vierte, der zur Wahl gegangen ist, die AfD gewählt hat. Und da müssen sich natürlich die politischen Parteien aller Lager fragen, wie konnte das passieren. Gleichzeitig müssen sich auch die Wähler fragen, ob das, was sie jetzt bekommen haben, ob das ist, was sie erwartet haben und das, was sie auch wieder wählen würden oder nicht. Und das wird dann auch sehr spannend sein, für mich auch als ein Vertreter einer Partei der CDU in Sachsen-Anhalt zu sehen, wie wird das Ergebnis der nächsten Wahl, der Bundestagswahl hier ausgehen, und haben wir vielleicht gewisse Dinge richtig gemacht und auch da aus Wahlen
der letzten Jahre gelernt oder nicht. Unterstützen Sie so Mobilitätsprogramme wie zum Beispiel Jugendclubs und die Förderung der Wirtschaft für die Mobilitätsprogramme? Also das ist das Interessante, dass man, das, was ich ja eingangs schon sagte, dass man auf kommunaler Ebene, da, die sind dafür zuständig, viel mehr machen kann. Das in meiner Zeit im Kreistag war ich Mitglied im Jugendhilfeausschuss und habe da mich genau um solche Themen sehr viel gekümmert. Auf europäischer Ebene bin ich für solche Themen nicht direkt zuständig, aber im Wesentlichen, ich bin ja Mitglied im Arbeitssozialausschuss, ist natürlich das Thema Jugend in Europa auch ein wichtiges Thema, wenn ich sehe, dass es Regionen gibt, wo viele junge Menschen ja teilweise leider perspektivlos sind, auch gut ausgebildet sind und trotzdem keinen Job finden. Und da kümmern wir uns in Brüssel darum, dass es da entsprechend Programme gibt, die dann, wenn die Mitgliedstaaten auch wollen, was leider nicht überall der Fall ist, auch angewandt werden können. Und das ist eher eine Aufgabe, wo ich jetzt sagen würde, das ist, wo ich mich auch um junge Menschen kümmere. Leider Gottes kann ich mich in Brüssel nicht darum kümmern, ob hier in Wernigerode oder in Quedlinburg oder an anderer Stelle in Sachsen-Anhalt es ein oder zwei Jugendclubs oder Theater mehr gibt. Das ist dann die Aufgabe der kommunalen Ebene und ich hoffe, dass die das entsprechend auch gut umsetzen. Es werden auch zurzeit sehr, sehr viele Jugendclubs geschlossen. Wie stehen Sie dazu, dass... Also das kann ich jetzt nicht bestätigen oder dementieren, dass das so ist. Ich glaube, wenn man als Kommune wirklich auch Interesse an Jugendlichen hat. Und ich glaube, ich habe viele Kommunen gesehen in den letzten Jahren meiner Amtszeit hier im Europäischen Parlament, wenn ich in Sachsen-Anhalt unterwegs bin, wo sich auch die kommunalen Vertreter sehr intensiv um junge Menschen kümmern. Es ist natürlich leider Gottes in der Vergangenheit immer auch eine Frage des Geldes gewesen, was kann man machen und was nicht. Aber es ist dann auch eine Frage der Prioritäten und für den kulturellen Bereich, aber auch für den Jugendbereich, glaube ich, geben wir hier in Sachsen-Anhalt doch schon relativ viel Geld aus und ich hoffe, dass es auch an entsprechender Stelle ankommt. Ende Juli war ja der G20-Gipfel in Hamburg und da gab es eher negative Schlagzeilen. Wie stehen Sie dazu? Sollte man die Sicherheit der Bürger noch ein bisschen verschärfen oder sagen Sie, es ist so okay, wie es jetzt ist? Es gab ja erstmal die Kritik, ob man sowas überhaupt machen soll, so ein G20-Gipfel. Und da sage ich ja, was soll man denn anstelle dessen machen? Es ist ja, glaube ich, gut, wenn sich auch Vertreter von Ländern, die an mancher Stelle sehr unterschiedlicher Meinung sind, und wenn wir sehen, es waren ja die, beispielsweise Russland, die USA und China vertreten und andere Länder, wenn die sich an einen Tisch setzen und verschiedene Themen zumindest mal diskutieren, nicht immer eine Lösung bekommen haben, das ist leider Gottes auch so, aber die muss man diskutieren. Die Probleme, die da aufgetreten sind, gerade mit Randalierern, die jetzt im Übrigen oft gar nicht aus Deutschland kamen, sondern da extra angereist sind, ich glaube, das haben alle Menschen, die das sich mal genau angeschaut haben, auch sehr verurteilt. Und das war, glaube ich, das sind Bilder, die man nicht unbedingt sehen will. Ich finde es aber auch trotzdem richtig und gut, wir leben ja in einer Demokratie, dass man demonstriert, wenn man anderer Meinung ist. Das ist auch richtig, dass das erlaubt ist, aber es muss friedlich sein. Und ich glaube, die da für negative Schlagzeilen gesorgt haben, die wollten da nicht demonstrieren, sondern randalieren. In Deutschland gibt es auch zurzeit viele Fälle, also nicht viele Fälle, sondern so Fälle von Terrorismus und Attentate. Wie sollte da denn die Polizei jetzt noch reagieren? Wie zum Beispiel beim in Berlin bei dem Weihnachtsmarktangriff, wo da der Mann in die Menschenmenge gerast ist mit dem LKW. Ja. Und sollte man da halt solche Events mehr schützen und bessere Präsenz der Polizei haben? Oder war das halt einfach, dass die Polizei da geschlafen hat? Oder? Naja, es ist ja so, dass man, ich glaube, man kann solche Dinge nicht vollständig verhindern. Weil wenn jemand solche Ideen im Kopf hat, mit niemand anderem darüber spricht und sich selbst, ja, wie in dem Fall radikalisiert und das machen möchte, ist es schwer zu verhindern. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gut, dass man versucht, zumindest eine gewisse Überwachung zu haben, soweit es auch vom Staat her erlaubt ist. Und da ist, glaube ich, auch gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Konzepte. Was mich denn zum Beispiel in Berlin sehr wunderlich fand, dass man auf der einen Seite gerade in Berlin sagt, man will keine Videoüberwachung, aber als dann dieses Attentat passiert ist, die Polizei sofort aufgerufen hat, nur gefragt hat, wer hat denn Kameras, wer hat denn was aufgenommen, können man uns Bilder schicken oder sogar Videos. Und das muss man dann, das sind dann die unterschiedlichen Konzepte der Parteien, wie man vielleicht gewisse Dinge zukünftig handhaben will, was die Überwachung angeht. Ich glaube aber,
Ich selbst habe in Brüssel die Attentate zum Glück nicht direkt miterlebt, war aber vor Ort und das war ein sehr schlimmes Erlebnis. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man auch überlegt, welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es und kann man gewisse Dinge besser machen, kann man aus Attentaten, die auch passiert sind, lernen, dass man sowas in der Zukunft möglichst unterbindet, auch wenn ich der Meinung bin, dass man es nicht komplett verhindern kann. Also es kursiert ja zurzeit mehr mit Fake News und Medienberichten darum, dass halt vieles falsch ist und die eher nicht so wahr sind. Und wie stehen Sie denn dazu, zum Beispiel bei dem dualen Radiorundfunk oder so, was die AfD ja abschaffen möchte? Was halten Sie davon? Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist es in vielen Bereichen immer schwerer zu erkennen, sind irgendwelche Nachrichten wirklich, entsprechen die der Wahrheit oder nicht. Und gerade mithilfe der Medien, ich sag mal Facebook und andere Dinge, wird auch viel verbreitet, was nicht der Wahrheit entspricht. Und die Medien, sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten, glaube ich, haben den Auftrag, den sie auch wahrnehmen, ihre Dinge, die sie haben, entsprechend zu recherchieren und über diese Recherchen auch sicherzustellen, dass das, was berichtet wird, egal ob das jetzt wie einem Sender wie Ihren hier ist oder ob das jetzt ein großer Sender wie die ARD oder ZDF ist, dass das auch entsprechend recherchiert wurde. Und das hat man halt oft bei Nachrichten, die man so im Internet liest, natürlich diese Gewissheit hat man dann nicht. Ja. Und deshalb ist es schon ein Problem mit diesen Fake News, die sich auch in Deutschland in manchen Bereichen immer mehr verbreiten. Ja, also ich finde es das System, wie wir es haben, schon für sinnvoll. Und die GEZ-Gebühren, auch wenn man sagt, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu hoch ist oder dass das, was in den entsprechenden Medien gebracht wird, vielleicht den einen oder anderen Nutzer weniger interessiert. Ich finde es richtig, weil sowas wie beispielsweise den offenen Kanal Wernigerode würde sonst finanziell oder von der Finanzierung her schwieriger aussehen, mit Sicherheit. Und man kann nicht alles nur den Privatsendern überlassen. Was ich kritisiere, ist, dass an der einen oder anderen Stelle auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern Geld ausgegeben wird. Da können wir beispielsweise beim Thema Übertragung der Fußball-Bundesliga darüber diskutieren, ob das nur wirklich in öffentlich-rechtlichen Sendern laufen muss, für viele Millionen, die Übertragungsrechte erworben, oder ob das dann, wenn man das ganz so teuer verkaufen möchte, dann eher in den privaten Sendern laufen sollte und dort frei empfänglich zur Verfügung stehen sollte. Und für den Auftrag, auch Dinge zu berichten, wo ein privater Sender sagen würde, das machen wir nicht, weil es uns nicht interessiert oder weil es nicht so viel Einschaltquote bringt. Dafür brauchen wir auch beispielsweise die GEZ und brauchen auch die entsprechenden Gebühren, weil es wichtig ist, dass wir vollumfänglich in den Medien alle Themen abarbeiten und nicht nur die Quote bringen. Gut, danke, dass Sie sich hier dann Zeit genommen hatten für das Interview. Vielen Dank für die Anfrage. Dankeschön.